wir haben eine ganz einfache Trainingsform gewählt, damit die Jungs mal alle zusammen auf dem Platz sind. Wir haben ja doch einige Neuzugänge, ein paar Spieler, die noch letzte Saison da waren. Und deswegen war es einfach ein Kennenlernen und nichts Großes dahinter. Ja, intensiv und gut. Zum Reinkommen mit Ball. Und ja, hat Spaß gemacht. Das Wetter passt, schöner Wind, der geht. Und das war eigentlich gut gewesen. Wer ist ganz klar Mittelstürmer, ein klassischer Mittelstürmer, der, egal wo er bisher gespielt hat, immer seine Tore gemacht hat, also eine unheimlich gute Quote. Und das hoffen wir uns auch von ihm hier in Vaduz, dass er eben als klassischer Goalgetter dann eben wichtige, entscheidende Tore für uns macht. Ja, sehr schön, ein bisschen auch speziell. Ich meine, ich habe hier bei Vaduz angefangen und jetzt hat sich der Kreis wieder geschlossen. Und es war ein super Gefühl, wieder daheim zu sein. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und die haben mich sofort wohl gefühlt. Na, ich glaube, dass Sandro grundsätzlich viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt hat, weil er hat ja doch einige Stationen gehabt, auch hier in der Schweiz, beim FC Thun beispielsweise. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, hat viele Länderspiele auch gemacht und ich denke, dass er in erster Linie aufgrund dieser enormen Erfahrung, die er jetzt in den jungen Jahren trotzdem gemacht hat, uns als Mannschaft weiterhelfen kann. Zudem glaube ich, dass er flexibel einsetzbar ist, auch im zentralen Mittelfeld oder auch in der Innenverteidigung. Und das sollte uns auf jeden Fall helfen in der neuen Saison.